Erst vor kurzem haben wir uns über den neuesten Ableger des Monsterverse Godzilla Kong The New Empire unterhalten. Und der Film, der kommt bei immer mehr Leuten von euch extrem genial an. Also ihr habt da richtig Bock drauf, ihr seid richtig im Monsterverse-Fieber und mir macht das unfassbar viel Spaß. Ich war zwar nicht ganz so begeistert vom Film wie viele von euch, aber das macht ja nichts. Es macht mir wirklich unfassbar viel Spaß, mit zuzuhören, mit zuzulesen, was ihr in den Kommentaren über diesen Film schreibt, von der beste Film des Monsterverse mit ich hatte so unfassbar viel Spaß und natürlich gibt es auch ein paar, die den Film extrem schlecht fanden. Aber ey, auf jeden Fall sehr, sehr coole Sache. Aus diesem Grund, ganz ehrlich, ich gehe ganz stark davon aus, dass Monsterverse wird fortgesetzt werden. Das hier ist auf gar keinen Fall der letzte Teil. Und zum Anlass des großen Erfolges, wie es zumindest jetzt aktuell aussieht, von Godzilla Kong The New Empire, dachte ich mir, räumen wir doch nochmal mit so ein paar Fragen auf, die uns vielleicht auch andere Monsterverse-Filme hinterlassen haben. Unter anderem eine Frage, die ich nicht von euch geschrieben bekommen habe, die ich aber auch selber schon mit Freunden häufiger diskutiert habe, nämlich in Godzilla King of the Monsters, da sagt Dr. Serizawa zu Godzilla, als er ihn quasi jetzt vorhat, mit einer Atombombe wieder zum Leben zu erwecken, Goodbye, my old friend. Und irgendwie bleiben wir da immer wieder so ein bisschen stutzig von wegen, warum sagt er my old friend zu Godzilla? Und man könnte jetzt einfach sagen, ach komm Tobi, ey, der ist einfach besessen von dem Tier, der hat einfach ein Fable für Godzilla und deswegen sagt er das. Und nein, tatsächlich gibt es eine offizielle Antwort, die ein bisschen belastend ist. Aus welchem Grund, das erfährst du jetzt. Ebenfalls erfährst du jetzt auch den Grund dafür, der aktuell noch im Kanon ist und den Grund, der ursprünglich geplant war, denn es gibt zwei verschiedene Gründe für diesen Satz. Fangen wir an, viel Spaß mit dem Video. Ich bin ja nicht der größte Verfechter von Godzilla King of the Monsters und ich muss noch ein Ranking machen. Ich weiß, gerade jetzt lohnt sich ein Ranking extrem, wo wir Godzilla Kong The New Empire bekommen haben. Und mein Ranking wird sehr anders ausfallen, als ihr euch das vorstellt. Denn obwohl, glaube ich, jeder da draußen sich einig ist, dass Godzilla King of the Monsters mitunter der beste Film des gesamten Monsterverse ist, finde ich, King of the Monsters hat mir nichts gegeben. Ich fand den Film zu dunkel, ich fand den Film, der war zu pompös und ich bleibe eben dabei, wenn jede Szene einfach nur krass und gigantisch aussieht, dann verliert das so ein bisschen an Reiz und an Besonderheit und ich finde, der Film löst bei mir so eine ganz starke Reizüberflutung aus, was eben Monster und Explosionen angeht und egal, auf jeden Fall haben wir hier diese eine Szene, in welcher Godzilla unter den Auswirkungen des Oxygen Destroyers leidet und, naja, sich eigentlich mehr oder weniger zum Sterben zurückgezogen hat. Und Dr. Serizawa macht dann aber etwas, was übrigens eine Anleihe an den allerersten Godzilla-Film von 1954 ist, quasi den Schwarz-Weiß-Godzilla, in welchem sich ja Dr. Serizawa herunter ins Wasser begibt zu Godzilla, um ihn zu töten. Mit dem Oxygen Destroyer. Und hier haben wir jetzt quasi das Gegenstück dazu, dass der Oxygen Destroyer Godzilla fast getötet hat und Dr. Serizawa kommt jetzt eben runter ins Wasser, um Godzilla zu retten. Und ja, diese Rettung wird aber mit dem Tod eines Dr. Serizawa bestraft. Das ist die riesige Konsequenz, die er eben ziehen muss. Und wir sehen dann nur, wie er Godzilla noch an die Schnauze fasst. Und Godzilla sieht ihn auch irgendwie ein bisschen traurig an. Vielleicht doch einfach nur müde, weil er gerade am Sterben ist. Und dann sagt Dr. Serizawa, Goodbye, my old friend. Dieser Satz hat tatsächlich einen Hintergrund und ich kann euch jetzt nicht sagen, ob der Satz wirklich beim Filmdreh schon so gedacht gewesen ist. Auf jeden Fall wurde danach natürlich mal wieder bestätigt, dass wir in dem Comic Godzilla Aftermath die Antwort bekommen, warum Dr. Serizawa genau diesen Satz zu Godzilla sagt. Und die Antwort hierauf ist ganz einfach und auch irgendwie relativ cool, weil das nochmal so einen Bogen schlägt. Godzilla hat im Comic Godzilla Aftermath nämlich Dr. Serizawa, wie wir ihn eben aus dem Monsterverse-Film kennen, und seinen Vater vor einem anderen Titan gerettet. Die Idee bei dieser Szene soll nun also die sein, dass Dr. Serizawa sich hierbei bei Godzilla revanchiert und ihm das Leben rettet und sich dann dabei von ihm verabschiedet. Der Satz, my old friend, soll sich also darauf beziehen, dass er Godzilla als einen Freund betrachtet hat, weil er eben, naja, ihn und seinen Vater gerettet hat und Dr. Serizawa somit wusste, dass Godzilla eben kein dummes, aggressives Monster ist. Jetzt kommen wir aber zum Knackpunkt der ganzen Nummer. Der Comic Godzilla Aftermath wurde aus dem Kanon rausgestrichen. Warum?
weil die Serie Monarch Legacy of Monsters das ein oder andere erzählt hat, was im Comic anders erzählt wurde. Da kann ich gerne auch noch mal ein extra Video drauf eingehen. Ist wirklich bescheuert, was man da gemacht hat, einfach nur, weil man unachtsam war mit der Geschichte, die man erzählt hat. Auf jeden Fall ist der Comic jetzt nicht mehr offiziell Kanon. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir aber die Aussage gehabt, dass der Comic eigentlich erklärt, warum Dr. Serizawa das Ganze erzählt hat. Jetzt hat sich aber einer der Art-Designer zu der Szene geäußert, was heißt jetzt, also quasi zum Zeitpunkt schon, als der Comic offiziell nicht mehr im Kanon drin war. Und er hat die Szene ein bisschen anders beleuchtet, nämlich war der Hintergrundgedanke von ihm selber. Denn er selber habe die gesamte Szene selber quasi designt, wie das Ganze eben optisch aussehen soll, auch mit dieser Unterwasserwelt. Und der Grundgedanke hierbei soll gewesen sein, dass die Szene einfach einen Abschied darstellt. Ja, Dr. Serizawa nennt Godzilla einen Old Friend tatsächlich, weil er sich eben sein Leben lang oder zumindest eine geraume Zeit mit dem König der Titanen beschäftigt hat. Und jetzt verabschiedet sich Serizawa eben hier, weil er ganz genau weiß, dass er gleich sterben wird, von Godzilla mit dem Satz Goodbye, Old Friend. Goodbye, weil er eben weiß, dass er jetzt gleich sterben wird. Und Old Friend, weil er eben Godzilla schon als eine Art Freund betrachtet und ihm ja eigentlich auch nie wirklich negativ eingestellt war. Das heißt, Dr. Serizawa hat immer schon erkannt, dass Godzilla nicht einfach nur das Monster gewesen ist, sondern eben, dass Godzilla selber ein Held gewesen ist. Im Comic-Kanon eben dann, weil er Serizawa und seinen Vater gerettet hat. Im Film-Kanon macht das Ganze allerdings immer noch Sinn, da Godzilla ja einen Film vorher quasi die Menschen vor den bösen Mutos gerettet hat. Und von daher ist das die offizielle Erklärung. Serizawa sieht Godzilla nicht nur als einen Freund für sich selbst, sondern als einen Freund der Menschheit und verabschiedet sich vor seinem Tod noch einmal vom König der Monster. Ich muss sagen, ich finde es okay, dass man das jetzt so gelöst hat. Ich finde es nicht okay, dass man den Comic aus dem Kanon rausgestrichen hat, nur weil man einfach nicht aufgepasst hat. Aber ich mag es auch nicht, wenn man jetzt wieder einen Comic hätte lesen müssen, um zu verstehen, was da eine Bedeutung gewesen ist. Deswegen ist das für mich zumindest eigentlich relativ cool so. Und jetzt ist wie immer deine Meinung zu dem Thema gefragt. Was sagst du dazu? Findest du die ganze Nummer so okay? Ist das eine befriedigende Erklärung für dich? Sagst du vielleicht, ey, die Frage habe ich mir eigentlich nie gestellt? Oder meinst du, dass der Comic dann doch eine schönere Lösung gefunden hätte? Ich bin auf eure Kommentare gespannt. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Was übrigens auch eine Anleihe an den allerersten Godzilla-Film von 1945 ist. Nein, 1954. Was übrigens eine Anleihe an den allerersten Godzilla-Film von 1945. Was übrigens eine Anleihe an den allerersten Godzilla-Film von 1945. Ach, scheiß drauf, ey. Es kann. 54. Was übrigens eine Anleihe an den allerersten Godzilla in.